Kann ich euch behilflich sein? Was ist das für ein Ort? Ein Weg zum Sanktuarium. Nicht so protzig wie der Eingang zur St. Chapelle, doch dafür gehört es uns. Es war Teil unseres Spionagenetzwerks. Aber im Moment sind es harte Zeiten. Wie kann ich helfen? Ich halte auch schon nach allen Gelegenheiten, die sich ergeben mögen. Vielleicht solltet ihr auch mit dem Verwalter darüber sprechen, das Gebäude zu renovieren. Ich bin aber zurzeit alles andere als flüssig. Alle Einnahmen des Cafés gehören euch und ihr könnt damit tun, was ihr wollt. Das Geld wird in einer Truhe im Arbeitszimmer hinterlegt. Und je mehr ihr hier verbessert, desto mehr Einnahmen. Genau. Ihr werdet feststellen, dass die Expansion in andere Bezirke ebenfalls Gewinne abwirft. Merci. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Unity. Ja, beim letzten Mal haben wir uns ja um den Rat de Thun, den Mörder von Monsieur de la Serre, den König der Bettler, gekümmert und ja, haben dabei herausgefunden, dass es wohl ja noch einen neuen Großmeister der Templer gibt, die eben auch den Tod von Monsieur de la Serre wollten. Und ja, mit diesen Informationen wollten wir uns eigentlich auf zu den Assassinen machen, aber zunächst haben wir uns ja einmal diesen anderen Weg zum Sanktuarium angeguckt, dieses Café Theatre. Ich kann den Weg ja dann mal auch gleich zeigen, wenn ich den finde. Ich wollte das Café Theatre sowieso eigentlich mal im Laufe der nächsten Zeit vorstellen, weil das doch eine ganz gute Einnahmequelle auch sein kann, wenn man es ein bisschen ausbaut, wie man das schon aus früheren Assassin's Creed Teilen gewohnt ist. Ich wusste gar nicht, dass das irgendwann sowieso zur Hauptquest wird, aber das ist ja auch ganz gut. So, und jetzt, ja, nehmen wir uns erstmal hier unser Geld, was momentan noch nicht sonderlich viel ist, 20 von 80 Francs. Ja, wie gesagt, ist halt noch ganz am Anfang, wir haben noch nichts verbessert und so weiter und so fort. Und ja, ich denke, wir werden jetzt mal zumindest ganz kurz mal anfangen hier, eben zu schauen hier. Ich habe aus irgendeinem Grund warum habe ich schon Andenken? Keine Ahnung. Ja, hier sehen wir können das Café renovieren, wir können Missionen abschließen oder noch Gesellschaftsclubs aufbauen. Dazu kommen wir dann später. Ich denke, wir werden mal ein bisschen renovieren. Das Problem ist, ich glaube, das Renovieren bringt an sich nicht so viel, weil, also ich glaube, wenn man dann alles renoviert hat, dann kriegt man ordentlich Geld, aber vorher bringt es nicht so viel. Aber ich denke, ich werde die kleinen Sachen jetzt einfach mal machen. Zum Beispiel hier das Erdgeschoss mal renovieren. Die Arbeiter, die das Haupthaus renovieren, haben einen kleinen Raum hinter der Küche gefunden. Sein Inhalt könnte euch interessieren. Okay, ja, und da sehen wir jetzt schon, die Karte wird ergänzt. So, dann können wir... Ja, komm, die Halle haben wir auch noch das Geld, das können wir auch noch renovieren. Die Vorbesitzer müssen einen Raum in der Haupthalle zugemauert haben. Ihr solltet euch ansehen, was dort gefunden wurde. So, da sehen wir es und jetzt sehen wir auch, dass das Ganze schon ein bisschen schöner wird. Fassade kostet jetzt schon 1000, aber jetzt wird es schon ziemlich teuer. Wo ich mir überlege, ob sich das noch lohnt. Ach komm, nehmen wir die Fassade noch mit. Was soll's? Der Brunnen wurde seit Jahren nicht genutzt. Es ist schön, wieder frisches Wasser zu haben. Ja, und wie bereits gesagt, also ich wollte das Café eigentlich in Zukunft eh mal vorstellen, weil... Die Sache ist, ihr habt es ja vielleicht gemerkt, zwischen den Missionen kaufe ich ganz gerne immer die Verbrauchsgegenstände auf, also sowas wie Phantomklingen und so weiter und so fort. Und die Sachen kosten, also gerade Phantomklingen kosten doch schon ganz ordentlich. Und da brauchen wir mal, ich muss mal ein bisschen an Geld kommen. Warum ist denn unser aktuelles Einkommen noch nicht gestiegen? Ich glaube, das steigt wirklich erst, wenn wir alles renoviert haben, kann das sein. Das ist ja echt kacke. Naja gut, müssen wir mal schauen. Dazu werden wir aber gleich noch ein bisschen weiterkommen, weil wie gesagt, das Ganze, die ganze Sache mit den, die ganzen Phantomklingen vor allem kosten eine ganze Menge. Deswegen wollte ich sowieso früher oder später mal hier das Café Theatre uns, dass wir uns das Café Theatre angucken, damit wir auch eventuell so ein oder zwei, 1000 Francs vielleicht bekommen, damit wir uns vielleicht auch irgendwann mal was kaufen können. Und ich glaube, wenn ich mich... nicht irre, wenn ich hier irgendwie wieder wenn ich hier mal runterkommen würde. Ich dachte eigentlich, über den Brunnen kann man dann sogar ins Sanktuarium gelangen. Man kann eigentlich auch rein, aber gut. Assassin's Creed, ne? Müssen wir mal ganz kurz schauen. Ja, die Räume sind jetzt auch nicht so geil, die man hier zusammen, die man dadurch bekommen kann, aber na gut. So, irgendwo müsste es hier eine Treppe nach unten geben, glaube ich. Da können wir nämlich hier mal unseren zweiten Zugang zum Sanktuarium uns angucken. Da ist unser Arbeitszimmer. Hier lang? Nee, da geht es ja nur nach oben. Das ist, glaube ich, auch nicht der Weg, den ich will.
Muss jetzt auch mal selbst ganz kurz gucken. Ich habe das... Ah, da geht's runter. Da können wir doch auf jeden Fall mal lang gehen. Und ich glaube, hier kommen wir zum Sanktuarium. Es gibt hier noch ein bisschen mehr zu entdecken. Aber das machen wir, das mache ich jetzt nicht groß im Let's Play, weil es jetzt auch nicht so spannend ist, wie ich ganz ehrlich finde. Von daher muss man ja, man muss ja wie gesagt nicht alles zeigen. Ja genau, und jetzt sind wir wie gesagt dort bei den Assassinen auch. Also ein kleiner Zugang für unser Assassinenversteck. Ganz nett. Wie gesagt, wichtig vor allem für Geld später. Aber dazu kommen wir dann gleich. Ich würde sagen, wir erstatten jetzt erstmal ganz kurz Bericht darüber, was wir denn herausgefunden haben über den Mörder oder den Mord an Monsieur de la Serre. Ihr seht schlecht aus. Seit Monaten lüge ich im Streit. Mit der Bruderschaft, der Nationalversammlung und dem König. Zusammengenommen haben sie den politischen Scharfsinn eines besonders dummen Dorfvorstehers. Ich glaube, das sollte mein Äußeres entschuldigen, junger Mann. Es war nicht so gemeint, Mentor. Ich bin nur besorgt. Vergiss mich, Arno. Weine um Frankreich. Doch genug der Politik. Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten. Was ist mit Sire de la Serres Mördern? Der König der Bettler ist tot. Dies hier trug er bei sich. Repose en paix. Behaltet sie. Sie wird keinem von uns helfen, wenn sie in einer alten Gruft verrottet. Tragt sie voller Stolz. Danke. Das werde ich. Die Mission? Der König der Bettler und Siver waren nur Bauern in einem Schachspiel. Jemand hetzte sie auf Monsieur de la Serre. Templer mögen es kompliziert, oder? Weißt du etwas Konkretes über den mysteriösen Schachspieler? Die einzige Spur, die ich habe, ist das Instrument, durch das de la Serre starb. Eine Nadel, hergestellt von einem Silberschmied namens Germain. Aber wie viel er weiß, kann ich nicht sagen. Dann ist der nächste Schritt klar. Finde den Silberschmied und ergründe, welche Rolle er spielt. Alles klar. Ja, zu der Pistole nochmal. Ich vermute, ich bin mir nicht 100% sicher, ich vermute, dass es sich bei dieser Pistole um die Pistole handelt von dem einen Assassinen, der nie zurückkam. Also wir haben ja gehört, auf den König der Bettler wurden ja insgesamt 3 Assassinen angesetzt. 2 haben nichts gefunden und einer kam nie zurück. Und ich vermute mal, das ist genau diese Pistole. Ich vermute auch, der Tote, den wir da gesehen haben, der uns eigentlich anlocken sollte in der letzten Folge, ich vermute mal, der ist auch dieser Assassine gewesen. Das macht zumindest, denke ich, etwas Sinn. So, dann gucken wir mal ganz kurz Pistolen. Wir haben momentan die versilberte und was ist jetzt die Offizierspistole? Ja, die hat zwar eine höhere Geschwindigkeit, aber weniger Schaden. Dann bleibe ich doch bei der und wir haben gerade eigentlich genug von diesen Punkten. Das heißt, wir können die eigentlich auch mal verbessern. Dann macht sie, glaube ich, noch mehr Schaden. Vielleicht habe ich meine einhändige Waffe schon verstärkt? Ja, die habe ich schon verstärkt. Habe ich andere Sachen schon verbessert? Bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich noch was von meiner Ausstattung verbessern kann. Der Farben nicht. Habe ich das schon? Ich glaube, das habe ich schon verbessert. Ja, Reichweite des Adlerauges. Hier habe ich Entdeckungsdauer. Ja, ist runtergegangen. Hier könnte ich noch zusätzlicher Schaden ja kommen. Von 1 auf 3% ist jetzt zwar auch nicht viel, aber 200 von diesen Punkten sind jetzt auch nicht sonderlich viel. Von daher, Taille. Da habe ich schon die zusätzliche Munition und Beine. Da habe ich schon die Laufgeräusche. Okay. Nun gut. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir uns jetzt auf die Suche nach diesem Germain machen. Aber ich denke, vielleicht ist es jetzt auch eine ganz gute Idee, wenn wir jetzt erstmal ganz kurz uns so ein bisschen auch in dem Café Theater angucken. Vor allem umgucken, sag ich mal. Vor allem, weil wir, das muss man ja auch ganz klar sagen, nur noch knappe 200 Francs haben. Was nicht sonderlich viel ist. Wie gesagt, das Problem ist, dass die Hauptmissionen ja keinerlei Geld geben, so wie zum Beispiel in Assassin's Creed 2. Deswegen müssen wir vielleicht ab und an dann doch mal so ein paar Nebenmissionen machen, um zu schauen, dass wir vielleicht ein bisschen an Geld kommen und so ein bisschen das Café Theatre kann ich ja dann doch nochmal vorstellen. So, und dann fangen wir auch mal an mit so einer Café Theatre-Mission. Dazu müssen wir zu der guten Frau. Ach, guck mal, hier ist ja inzwischen schon ein bisschen was los. So, da sitzt sie auch schon. Da, Auto da Fe. Und zwar seht ihr schon, wir kriegen zwar nur 500 Francs, aber wir kriegen so ein schönes Gebäude. Das bedeutet einfach, wir können einen weiteren Club renovieren.
der uns dann mehr Geld einbringt. Ein paar royalistische Fanatiker, genannt Les Actes des Apôtres, sind dabei, Bücher zu verbrennen. Viele seltene Manuskripte sind in Gefahr. Trefft meinen Kontakt am Place Dauphine und rettet, was ihr könnt. Wir werden ihnen hier ein schönes Heim bieten. Alles klar, dann würde ich sagen, das machen wir dann doch gleich. So, dann machen wir in der Folge mal so ein bisschen Nebenquests. Oh, jetzt regnet es auch noch. Und dann würde ich sagen, wenn ich schon mal dabei bin, wo ist denn der? Ach, der ist so weit da hinten. Wenn ich schon mal dabei bin, gucke ich mal, ob ich auch ein paar Truhen finde, die ich knacken kann. Weil, wie gesagt, wir brauchen das Geld. Und deswegen gucken wir mal kurz. So, das Ding ist bloß meist bei den Truhen, ja, stehen Leute rum. Ich werde das jetzt nicht sonderlich schleichend angehen, weil dafür sind mir die Phantomklingen zu teuer. Das heißt, wir werden jetzt auch ein bisschen kämpfen, aber ich meine, ist ja auch mal was, ne? Man kann ja auch mal kämpfen. Ah, ist eine Dreier-Truhe, sehe ich gerade. Ich meine, ihr werdet mich ja sowieso in dem Let's Play nicht so oft kämpfen sehen, da solltet ihr euch dann darüber freuen. Ja, Dreier-Truhen sind, glaube ich, das kann ich vergessen, oder? Meine Zweier-Truhen müsste ich noch schaffen. Ja, Dreier-Truhen, das ist einfach, das kann man vollkommen vergessen. Ja, das müssen wir dann gucken, was wir mit denen, die müssen wir dann erst später holen. Zweier-Truhen schaffe ich noch, also eine Stufe über dem, was ich eigentlich bin, das schaffe ich noch, aber zumindest meist, aber Dreier-Truhen. Und ich muss nochmal gucken, was diese blauen Quests sind, weil ich hatte ja in der letzten Folge gemeint, das wären angeblich irgendwelche, dass das angeblich irgendwelche Koop-Missionen wären. Oder vorletzte Folge war das, glaube ich. Aber das stimmt gar nicht. Das sind gar keine Koop-Missionen, meine ich. Die Koop-Missionen sind diese orangenen, wo auch extra so ein Doppelkopf da drauf ist. Ja, so ein Doppelkopf klingt gut, ne? Das müssen irgendwelche anderen Missionen sein, aber die sagen mir nichts. Weil es gibt, vielleicht kannst du mal kurz zeigen, die müssen irgendwie neu hinzugekommen sein, seit ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Es gibt ja diese Mission hier, diese Assassinen-Mission, das sind die sogenannten Pariser Geschichten. Da kann man so ein paar, trifft man auch ein paar wichtiger oder interessantere Leute aus der Zeit der Französischen Revolution und auch generell ein paar interessantere Leute. Aber diese Mission, die kenne ich selbst noch gar nicht. Da will ich mal gucken, vielleicht können wir uns die ja auch mal angucken. Wenigstens mal gucken, was das eigentlich ist. So, und da stehen natürlich wieder zwei Typen. Ich sehe von hier aber leider nicht, ob die Truhe sich lohnt. Von daher. Zack. Oh, der merkt das gar nicht. Geil. Na dann. Zack. So, was bist du für eine Truhe? Zwei. Das kann ich schaffen. Ich meine, ich habe es ja schon in der letzten Folge geschafft, ne? Ist nicht ganz easy, das gebe ich zu. Ah, knapp. Das Blöde ist, ich habe nur 5 Dietriche. Ich bräuchte einen Gürtel mit mehr Dietrichen. Dann wäre das auch nicht so wild. Yes. Oh Gott, das war ja richtig daneben. Yes! Jawohl! Gut bin ich, gut bin ich. So, und wie viel Geld war das jetzt? 1000 Francs, na immerhin. 1000 Francs ist genau das, was ich für 5 oder was 5 Phantomklingen kosten. Es ist ein bisschen, naja. Ich hoffe, die haben Dietriche dabei. Manchmal haben die Dietriche dabei. Deswegen plündere ich die mal. Kirschbombe hätte der gehabt. Wolle, die haben alles Mögliche. Quark. 7 Francs, na gut. Medizin, ja, Medizin haben die immer, aber. So, dann würde ich sagen, ich muss jetzt auch nicht jede Truhe hier mitnehmen, aber solche, die auf dem Weg liegen, also die da. Und die hier scheint in Notre Dame zu sein, die müssen wir uns jetzt auch nicht zwingend holen, aber die da können wir uns mal holen. Und vielleicht gehe ich dann vorher noch bei dem Typen vorbei und strecke meine Dietriche auf, weil es ist alles nicht, also wie gesagt, ich krieg's zwar hin ab und an, aber 5 Dietriche sind halt wirklich sehr eng bemessen, die ganze Sache, muss ich sagen. Wo ist der Typ? Ach, da oben. 5 Dietriche sind halt echt noch wenig. Wir brauchen dringend mal einen. Wow, da unten geht's ja ab. Wir brauchen dringend mal einen besseren Gürtel dafür. Da hätten wir eine Koop-Mission. Aber da habe ich ja schon gesagt, wie wir das, wie ich das handhaben werde. Das heißt, 2 Dietriche kosten 100. Na gut, das geht. Da müsst ihr dann schreiben, wenn ihr Bock habt. Und dann können wir das vielleicht auch machen. So, ich muss in der anderen Richtung weiter. Müsste ich doch gleich hier rauskommen, oder? Jawohl. Und hepp. So, dann gucken wir mal, wer die Truhen da bewacht. Ja, wie gesagt, so eine Folgen gibt es dann vielleicht ab und an mal, weil. Oh, ich bin nicht dran vorbei, ich Vollidiot. Gibt es dann vielleicht ab und an mal, weil ich halt auch Geld brauche, um mich zu verbessern und so weiter und so fort, ne? Es geht ja nun mal nicht alles. Sind das 3? Ach nein. Dann kämpfen wir halt gegen 3. Ja, ja, du hältst mich nicht auf. Bla, bla. Zack, die sind ja relativ einfach. Ich muss sagen. Das Schwert, was ich habe, ist relativ stark, das ich mir am Anfang gleich geholt habe. Deswegen kommen wir mit dem Kämpfen noch mehr relativ gut klar. Es ist eine Zweier-Truhe, perfekt. Das könnte was werden.
Okay. Oh, komm. Das war aber wirklich haarscharf. Oh, komm. Zweimal so haarscharf. Oh, also jetzt will mich das Spiel trollen, glaube ich. Scheiße, ich glaube, das wird nix. Kacke. Ah, oh, das war aber jeweils mal scharf. Ja, wie gesagt, das kann halt auch passieren bei nur 5 Dietrichen. Die Frage ist, haben die Dietriche dabei? Ich glaube nicht. Feuerstein. Nee. Die haben alles Mögliche, nur keine Dietriche. So eine Kacke. Ich habe keine Dietriche, oder? Nee. Na gut, dann sag ich mal, lass mal die Truhe jetzt mal sein. Muss ja auch nicht zwingend sein. Und holen uns beim nächsten Typen dann nochmal neue Dietriche. Wir können die Truhe ja auch irgendwann später nochmal holen. Ich meine, so viel ist jetzt auch in den Zweier-Truhen noch nicht drin. So wirklich lohnen tun sich wirklich erst die Dreier-Truhen. Von daher ist es jetzt auch noch nicht so wild. Ärgert mich jetzt, dass das jetzt dreimal so knapp war. Aber na gut, was soll's. Machen wir erstmal die Mission. Und dann können wir weitermachen. So, da ist so ein Typ. Da hole ich mir gleich... Wo ich kann ja wenigstens gucken, ob eine Truhe in der Richtung ist. Ne, ich glaube, ich hatte schon... Hier fehlt uns der Aussichtspunkt noch. Den können wir uns dann holen. Dann holen wir uns mal den Aussichtspunkt, nachdem ich bei dem Typen da war. Machen wir heute mal ein bisschen Nebenquests. Muss ja auch leider sein. Also, was heißt leider? An sich habe ich ja nichts gegen Nebenquests. Ich finde halt bloß, das Problem ist, ich habe halt auch an sich nichts gegen diese Pariser Geschichten zum Beispiel. Das Problem ist an diesen Pariser Geschichten, sie passen halt so unglaublich... Oh, ja, du bist ja gar nicht... Sie passen meiner Meinung nach einfach so unglaublich schlecht zum, Sie passen so unglaublich schlecht in die Story, weil die Story... Ich meine, wir spielen zwar in der Französischen Revolution und ich will ja jetzt auch nicht zu viel spoilern und so weiter und so fort und bla bla bla, aber die Story konzentriert sich mehr auf Arnaud und... Oh, da geht's schon wieder ab, das interessiert mich jetzt aber nicht. Konzentriert sich mehr auf Arnaud, hier könnte ich mal gucken... Wow, das gibt 1500, nicht schlecht. Können wir auch machen, wenn wir Geld brauchen. Ich glaube, da probiere ich heute einfach mal noch eine aus. Da gucken wir mal, aber erstmal habe ich mir jetzt den Aussichtspunkt da drüben. Gucken wir mal, die Folge wird vielleicht auch ein bisschen länger werden. Und dann probiere ich mal so eine Mission noch aus. Und dann schauen wir mal. Vielleicht mache ich so eine Mission, obwohl, kommt drauf an. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht manche von den Missionen dann einfach mal offscreen mache, aber das wäre dann auch ein bisschen kacke. Also ich meine, wenn ich irgendwelche Nebenaktivitäten offscreen mache, wäre das, glaube ich, nicht das Problem für euch. Also irgendwelche Sachen einsammeln, was jetzt kein großes Ding ist, wie ich es zum Beispiel auch manchmal in Rogue mache. Also was heißt in Rogue mache, da mache ich es auch nur so, wie es ja gerade kommt. Also wenn ich gerade die Zeit habe oder wenn ich da gerade dran vorbeilaufe, dann... nehme ich in Rogue auch mal die ein oder andere Nebenaktivität offscreen mit, weil die sowieso nicht groß was bringt. Einzeln, die bringen ja meist nur alle im Gesamten was, aber so eine Quests sind dann ja doch ein bisschen interessanter. Also wie gesagt, zu den Pariser Geschichten, hatte ich das jetzt zu Ende erzählt? Bin mir gar nicht sicher. Ich rede und rede und rede und vergesse eigentlich, was ich gesagt habe. Geht euch das auch manchmal so? Was ich sagen wollte, diese Pariser Geschichten, ich finde die an sich ganz interessant auch, weil man da wie gesagt auch ein paar interessante Persönlichkeiten trifft. Also was heißt interessant? Vor allem ein paar berühmte Persönlichkeiten. Das Ding ist halt bloß, sie passen nicht in die Story so richtig rein. Wir spielen zwar in der Französischen Revolution, oh, da ist noch eine Truhe, sehe ich gerade. In der Französischen Revolution und so weiter, aber die Französische Revolution selbst ist auch Teil der Story, das will ich gar nicht bestreiten. Aber es geht halt mehr um dieses Assassinen-Templer-Ding, was ich auch an sich gar nicht so schlimm finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass sie sich wieder ein bisschen mehr auf Assassinen und Templer konzentrieren. Die Sache ist bloß, dass dadurch halt es geht ja darum, quasi herauszufinden jetzt, wer hinter dem Attentat auf Monsieur de la Serre steckt und so weiter und so fort und was da alles dahinter steckt. Hier irgendwo soll eine Truhe sein. Da oben, ne? Ja. Und da macht es halt meiner Meinung nach, oder ergibt es einfach wenig Sinn, dass Arno sich zwischenzeitlich mit diesen Leuten trifft. Ach ja, ich helfe euch mal bei euren kleinen Problemchen, weil eigentlich hat er eine Mission zu erfüllen, die ihn ja auch, oder von der er auch selbst geführt ist. Wenn das jetzt einfach nur wäre, ja, wir schicken dich auf die Mission, dann hätte ich sogar, würde ich sogar sagen, dass es vielleicht logisch wäre. Wow, 100 Franken, ganze 100 Franken, ehrlich? Dann würde ich sogar sagen, ja gut. Da sagt sich Arnaud vielleicht, ja gut, zwischen den Missionen kann ich mal ein bisschen Pause machen. Aber da er ja selbst auch ein persönliches Ziel hat oder persönlich das Ziel hat, diese Mission... Oh, da ist sogar ein Haufen. Habe ich gar nicht gesehen. Ich wollte jetzt ganz stylisch runterklettern.
da er persönlich diese Mission auch hat, ist es meiner Meinung nach einfach etwas unlogisch. Da könnten wir übrigens so eine Helix-Mission machen. Ich glaube, die bringen auch relativ viel Geld, ne? Da steht nur, naja. Machen wir später. Das Ding ist, ich kann ja keine zwei, also man kann keine zwei Missionen nebeneinander anfangen. Wenn man eine neue Mission anfängt, wird die alte, resettet. Von daher muss ich erstmal diese Mission hier zu Ende bringen. Lass mich mal durch, Leute. Ich meine, ich habe ja nichts gegen die vielen Leute, aber sind das Verbrecher? Ja. Zack. Haben wir das auch mal wieder erledigt. Hier wäre auch eine Truhe irgendwo. Moment. Oben? Ja. Meine in den Weißen ist zwar meist nur ganz geringer, ja, ganz wenig Geld, aber es bringt mir zumindest was. So 100 Franken ist ein bisschen, ein paar Dietriche zumindest. Da kann man nichts gegen sagen. Da kann ich mir wieder ein paar Dietriche leisten. Ja, und momentan müssen wir halt alle Kleinigkeiten mitnehmen. Es ist halt echt wenig, ne? Ist echt ein bisschen wenig. Nein! Das habe ich mir fast gedacht, dass das passieren wird. Ich wollte runterklettern, aber weil man dafür ja auch RT drücken muss, muss er natürlich dann das gleich machen. So, ach, du bist die Informantin. Hallo, meine Gute. Gut, dass ihr hier seid. Sie haben den Großteil von Monsieur de Champs Bibliothek verbrannt. Bitte, rettet, was ihr könnt. Alles klar, okay. Ah, ist auch gleich in der Nähe, perfekt. Nicht nochmal durch die halbe Stadt rennen dafür. So, da haben wir was. Das könnte ich jetzt auch hier bei den ganzen Wachen mehr oder minder schleichend erledigen, aber ich sag ganz ehrlich, scheiß doch hin drauf. Ich mache jetzt mal ein bisschen Action hier. Weil, wie gesagt, ihr werdet mich nicht so oft innerhalb dieses Let's Plays kämpfen sehen, also genießt es fast ein bisschen, dass wir jetzt auch ein bisschen kämpfen werden, Alter, wie der da liegt. Ja, es ist gar nicht möglich, die jetzt alle, also ist möglich, die theoretisch auch schleichend zu erledigen. Aber ihr habt doch sicher auch nichts gegen einen guten, gepflegten Kampf. Ja, das gefällt mir dann nicht, wenn ihr hier anfangt zu schießen. So, das Problem ist ganz oft, dass man nicht alle im Auge behalten kann hier. Das ist ein bisschen kacke. Zack. Und zack. Oh, der hat seinen eigenen Typen erschossen. Das ist natürlich nett. Boah. Und manchmal, das ist auch ein bisschen ein Problem, wenn man viele Gegner hat, kommt man teilweise gar nicht zum Angriff, weil die Gegner die ganze Zeit angreifen. So, dann nehmen wir mal kurz Medizin, weil die Typen haben meist eh Medizin dabei. Oh, der Typ lebt da sogar noch, den töte ich mal gleich. Es gibt ja theoretisch diese Punkte, mit der wir Sachen verbessern können. Ja, der hatte Medizin, okay. Mit der wir Sachen verbessern können, gibt es für einen sogenannten Gnadenstoß. Aber wenn ich das mache, zählt das nicht als Gnadenstoß. Was ich irgendwie nicht verstehe, um ehrlich zu sein, weil das ist ja eigentlich auch so ein richtiger Gnadenstoß. So, Nummer 2 und Nummer 3. So, perfekt. Hätten wir alles schleichend erledigen können, aber so ein gepflegtes Kämpfchen ist doch auch mal was, oder? Aus dem Gebiet fliehen, ja, hier ist eigentlich keiner mehr, von daher ist Fliehen auch so ein bisschen sinnlos. Ja, die blauen Truhen, die werden wir nie öffnen können. Das sage ich gleich. Weil das sind diese mit dieser Companion-App und ich habe die App nicht, weil, warum? Hatte ich einfach keinen Bock mehr, noch eine Companion-App zu installieren. So, die Sache, die ihr euch vielleicht jetzt fragt, wozu bringen oder was bringen uns jetzt eigentlich die Mission? Und zwar seht ihr hier, da haben wir jetzt einen nicht renovierten Gesellschaftsclub. Und wenn wir so eine Mission erledigen, haben wir eben sozusagen Platz für einen von diesen Gesellschaftsclubs mehr. Und wenn wir viele davon renovieren, also wir können, glaube ich, bis zu 7 renovieren, soweit ich das gesehen habe, erhöht sich damit natürlich auch unser Einkommen. Und ich glaube, unser Einkommen erhöht sich auch einfach, wenn wir normale Missionen machen, normale Café-Theatre-Missionen. Ach, wisst ihr was? Wenn wir schon mal hier sind, kann ich ja eigentlich auch mal so eine Helix-Mission zeigen. Wir sollen da ja eigentlich eh noch einen anderen Assassinen retten, ne? Von daher können wir uns das ja auch mal angucken, kurz. Dann ist das so ein bisschen, wird eine etwas längere Folge, habe ich ja schon gesagt, aber dann wird das so ein bisschen die Vorstellung von den ganzen Nebenquests und was man alles machen kann, um Geld zu verdienen. Ich glaube, bei diesen Helix-Missionen gibt es auch kein sicheres Geld. Da kommt drauf an, wie gut man ist. Das werdet ihr aber gleich sehen, was wir machen müssen. Also auf jeden Fall haben wir, also wir haben eine Aufgabe, nämlich den Assassinen befreien, der in dem Helix-Riss gefangen ist. So, wir sind jetzt wieder. Du musst unsere Agenten befreien und das Portal genau erreichen. Da ist der Typ. Jetzt ist er weg. Eigentlich sollte er Daten von der Helix sammeln. Versuche so viel wie möglich davon zu sichern. Hier ist ein genau Teil der Daten, die wir gesucht haben. Und wir müssen jetzt einfach Daten einsammeln. Die Daten sofort analysieren. Die Daten sind verschlüsselt. Ja. Einen Moment in ihrer Nähe, damit ich darauf zugreifen kann. Danke, dass die Zeit dabei weiterläuft. Ich entschlüssele sie.
Fertig. So, das sind 50er-Daten. Okay, das sind... ich brauche mehr Daten, um den Agenten zu finden. Ja, ich bin ja schon dabei. So, und wir müssen jetzt erstmal Daten sammeln. Damit wir überhaupt genug... damit wir ja überhaupt wissen, wo unser Freund ist. Deswegen müssen wir ja erstmal ein bisschen rumspringen. Und wir haben auch nur begrenzt Zeit, wie ihr seht. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Aber eigentlich kommen wir ganz gut klar. Vor allem, wenn man die 50er-Dinger einsammelt, sollte man das eigentlich schaffen. So, 50er. Und zack. Dann den da noch, den 20er. Ist das, glaube ich, ne? Ja, so. Du musst ihn da rausholen. Genau. So, jetzt müssen wir einen guten Mann herausholen. Wo ist der Typ denn? Wo ist der Typ? Ach, da hinten. So, die nehmen wir noch mit. Haben nur noch eine Minute. Also wir können noch bis mehr... Je mehr Daten wir jetzt, glaube ich, sammeln, kriegen wir mehr Geld. Das ist auch wichtig. Aber die Zeit haben wir gerade gar nicht mehr. So, damit ich nicht wieder aus Versehen hochschnippel. So, den nehme ich aber noch mit. 50er sind immer gut. So, der gefangene Assassine bringt nämlich, glaube ich, auch noch Daten, die der gesammelt hat. Frei. Perfekt. 20er. Aber sichere so viele Daten wie möglich. Bin ja schon dabei. 1220. Wow, 500? Wieso habe ich jetzt 500 auf einmal gekriegt? Auf jeden Fall haben wir jetzt eine ganze Menge Daten. So, und wir haben auch nicht mehr ganz so viel Zeit, wie ihr merkt. Aber wir haben alles geschafft, was wir schaffen müssen. Da ist auch das Ende dieses Risses. So, ein paar Daten kann ich ja noch mitnehmen. Darüber bitte. So. Und jetzt werdet ihr auch gleich sehen, was ganz am Ende passiert. Ja, da wollte ich gar nicht drauf. So. Genau, jetzt bricht der ganze Spaß zusammen und wir müssen wieder raus. Die Simulation bricht zusammen. Verschwinde von da. Bin ja schon unterwegs. 83 Meter. In die Richtung. Und nebenbei können wir aber gut und gern noch ein paar Daten mitnehmen. Hier durch, hier durch. Ich bin ja schon unterwegs, Frau. Ich entkomme ja schon. Also man sollte das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Man kann ja relativ schnell gefangen werden, wenn man sich zu viel Zeit lässt. Da seht ihr es schon. Aus hier. Sehr gut. Doch es gibt noch mehr Assassinen zu retten und Daten zu finden. Ja. So, und wir haben jetzt dafür 558 Francs gekriegt. Ja, gut. Ja, gut, okay. War in Ordnung, denke ich, ne? Meine hat jetzt auch nicht so viel Zeit beansprucht, da kann man das mal mitnehmen. Also waren ja quasi 2 Minuten, die wir in dem ganzen Ding waren. Plus halt noch das die paar Sekunden am Ende. Aber ansonsten kann man für 500 Francs kann man nicht meckern und die größeren Helixrisse, also wo das auch ein bisschen schwerer ist, die Daten zu sammeln, dann... Die geben dementsprechend natürlich auch ein bisschen mehr Geld. Wir könnten jetzt noch weitermachen, noch weitere Assassinen retten, aber ich denke, das reicht. Die werden auch, das ist auch so ein bisschen das Problem, gerade diese Helixrisse werden nach einer gewissen Zeit auch relativ eintönig, weil es halt wirklich immer das Gleiche ist. Von daher denke ich auch nicht, dass das so viel Spaß macht, euch so viel Spaß macht. So, wir wollten eigentlich zu dem Gesellschaftsclub und dann wollte ich nochmal so eine blaue Mission ausprobieren. Das machen wir heute noch beides. So lang wird die Folge auf jeden Fall Minimum noch gehen. Und dann, ja. Dann machen wir uns in der nächsten Folge wieder daran, den guten Germain zu finden, den Silberschmied. Und herauszufinden, was er, oder was er weiß über den Mord an Monsieur de la Serre. Ich habe da gerade aber irgendwo eine Truhe gesehen. Auf der Karte, auf der Minikarte, da. Die nehme ich doch gerne mit. Es ist eine weiße... Also ist nicht viel drin, aber ich muss sie auch nicht knacken, ne? Ist sie im Haus? Sie ist im Haus, natürlich. Und Dieb. Ja, sorry, ich habe jetzt gerade keine Zeit für deinen Dieb. Wenn ich mir jeden Dieb hier vornehmen würde, würde ich nie fertig werden. Da ist noch eine Truhe. Da kommen die immer auch noch mit. Wie gesagt, die Kleinen... Wow, 400 Francs. Ich wollte schon sagen, die Kleinen sind eigentlich vor allem nur dafür da, damit ich mir wieder Dietriche kaufen kann für die großen roten Truhen. Aber okay. So ist die Truhe denn? Ach, da unten. Okay. Dann nehme ich die auch noch mit. Warum nicht, ne? Und klack. Ja, dieses Zeichen hier ist ja das von den Koop-Missionen. Das hatte ich voll verwechselt. Mir waren die halt nicht bekannt, die Missionen, die blauen. Deswegen, die müssen irgendwie neu eingeführt worden sein. Renovieren. Das erste kostet nur 500, wie ihr euch sicher denken könnt. Je mehr wir renovieren, desto mehr...
wird das Ganze kosten. Und innerhalb dieser kann man dann, glaube ich, auch noch wieder Missionen machen. Und je nachdem, wie viel das ist, sind die Missionen schwerer und bringen natürlich auch mehr. Also ich kann das mal ganz kurz zeigen, für alle, die es interessiert. Wir haben jetzt hier drin, kriegen wir Missionen. Und die Leute singen, was natürlich schon mal schön ist. Hier zum Beispiel, da kriegen wir, soweit ich weiß, Missionen vom Rat, oder? Die 4 Hauptmänner eliminieren, ich glaube, das sind so richtige Missionen vom Rat, oder? Eine Räuberbande nötigt den einfachen Bürgern Zoll für das Überqueren von Brücken. Abschaltet die Hauptmänner, ja genau. Weil das ist ja auch das, wie wir wissen, dass, das Netzwerk für die Assassinen. So, aber ich will die Mission eigentlich gar nicht machen, ich wollte sie nur vorstellen. Dementsprechend, werden wir jetzt den Typen da noch töten. Wir sind ja auch schon weit über der Zeit, das weiß ich, aber ich will mir noch eine blaue Mission angucken. Ach, es ist eine Dreier-Truhe. Na gut, können wir eh vergessen. Sorry, dann seid ihr umsonst gestorben. So. Dann will ich aber zu so einer blauen Mission. Und mal gucken wenigstens. Und die weiße Truhe mitnehmen. Moment, die ist auf meiner Höhe, hä? Ich finde das schön, dass die hier drin singen. Das ist ja nett, muss man ja mal sagen. Ach, da steht sie einfach mitten auf der Straße. Und dann machen wir jetzt noch so eine blaue Mission, weil ich einfach wissen will, was die können. Was die machen. Weil die eine gab immerhin 1500 Franc, was schon mal nicht schlecht ist für eine Einsermission. Die meisten Einsermissionen, die ich so kenne, geben 500 oder so Franc maximal. Aber wenn die 1500 gibt, dann will ich mir die doch mal angucken. Dann wäre die nämlich auf jeden Fall auch was, wo man eine Menge Geld mitmachen kann. Ja, wie gesagt, dafür wird dann gleich die andere Mission abgebrochen werden, aber da habe ich dann kein Problem mit. Weil ich finde jetzt, wie gesagt, die Mission, die wir jetzt hier hätten machen können, hätte ja auch nur 500 Franc gegeben. Von daher wäre es jetzt auch nicht so mein Ding gewesen. Also die bringen halt nichts. Da steckt man so viel Zeit rein und dann kriegt man gerade mal 500 Franc, was nicht mal reicht, um mir meine Phantomklinge wieder vollständig aufzurüsten. Geschweige denn irgendwelche besonderen Items zu irgendwelche besonderen... Da ist die Truhe. Geschweige denn, dass man damit irgendwelche besonderen Anzüge oder Kapuzen oder was auch immer kaufen kann. Also, es lohnt eigentlich nicht wirklich, muss man ganz ehrlich sagen. So, dann gucke ich mal. Was ist das für eine Mission? Waffen von Notre Dame. 1500. Das Ziel töten. Okay. Gut, dann machen wir das mal. Da hinten ist es. Na gut. Und hä? Ach, das habe ich mir gedacht, dass das passiert. Wie, das war's? Habe ich jetzt echt 1500 dafür gekriegt, dass ich nur so einen Typen getötet habe? Wie billig ist das denn? Ja, okay, also die sind auf jeden Fall neu. Also wenn ich Geld brauche, mache ich, glaube ich, einfach die Mission. Vor allem von denen gibt es ja tausende. Guckt euch das mal an, wie viele es von denen gibt. Da kann man ja übelst einfach Geld machen. Ein Objekt von einem Ziel stehlen. Das Ziel eliminieren. Das ist ja übelst easy. Also werde ich vielleicht in Zukunft, wenn wir Geld brauchen, einfach mal die Mission machen. Müsst ihr mal schreiben, ob ihr die dann alle onscreen haben wollt oder ob ihr damit auch zufrieden werdet, wenn ich die offscreen einfach mal mache, um ein bisschen Geld zu farmen. Aber gut, das soll es erstmal dann von dieser Folge gewesen sein. Ist ja eine sehr lange Folge geworden, wie gesagt. Und beim nächsten Mal machen wir uns dann wieder auf die Suche nach dem Silberschmied Germain und finden weiter heraus, was es mit dem oder wer hinter dem Mord an Monsieur de la Serre steckt. Bis dahin. Ciao.